Mr. Wissen2Go hat ein neues Video zum Bündnis Sarah Wagenknecht gemacht und dieses wurde auf dem ZDF heute Nachrichtenkanal hochgeladen. Es heißt Wagenknecht vs. AfD. Was steht wirklich im BSW-Programm? Politbarometer to go. Naja, und das schauen wir uns jetzt, glaube ich, erstmal unvoreingenommen an. Ihr wisst, die Öffentlich-Rechtlichen sind sehr Wagenknecht-kritisch. Aber wie gesagt, wir versuchen da jetzt mal halbwegs unvoreingenommen reinzugehen. Sie hat ernst gemacht. Sarah Wagenknecht hat im Januar 2024 ihre eigene Partei gegründet und ihr einfach ihren eigenen Namen gegeben. Das Bündnis Sarah Wagenknecht, kurz BSW. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, dann würde Sarah Wagenknecht mit ihrer neuen Partei 6% einfahren und damit direkt in den Bundestag einziehen. Mit Vernunft und Gerechtigkeit will Wagenknecht enttäuschten Bürgern ein neues Zuhause bieten und eine Alternative zu etablierten Parteien darstellen. Ziele, die wir so auch schon von der Alternative für Deutschland kennen, der AfD. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa. In dieser Folge Politbarometer to go fragen... Also ich finde es auch immer lustig, dass dieser Ausschnitt von Wagenknecht gezeigt wird, ohne nochmal auf die Begründung einzugehen. Also die Begründung ist ja, dass die Bundesregierung sich vom billigen russischem Gas abschneidet und damit die Regierung dieses Landes bezweckt. Was ja auch passiert. Also 20% der energieintensiven Industrie sind abgewandert und der Absturz, der geht ungebremst weiter. Fragen wir uns, wofür steht das BSW? Wer würde die Partei wählen? Wie viel Sarah Wagenknecht steckt drin? Wo genau unterscheidet sich das BSW von der AfD? Was taugt hier noch ein altes Rechts-Links-Schema? Ist, sitzen manche der Mitglieder schon im Bundestag und in drei Landesparlamenten. In Berlin, Hamburg und in Rheinland-Pfalz. Das kommt daher, dass sich die Partei vor allem aus ehemaligen Mitgliedern der Partei Die Linke zusammensetzt. Also eigentlich ganz einfach. Wer vorher ein Mandat für Die Linke hatte, hat jetzt die Partei gewechselt. Im Bundestag behalten die Leute ihre Sitze, rücken im Plenarsaal nur ein bisschen weiter nach links. Und wen wollen sie von dort aus erreichen? Ein Blick ins Parteiprogramm zeigt, das BSW richtet sich an Wähler, die von den sogenannten etablierten Parteien enttäuscht sind, will die Interessen der hart arbeitenden Bevölkerung wieder ernst nehmen, gerechte Löhne, niedrige Energiekosten, ein Ende der sogenannten Wokeness und der Unterdrückung missliebiger Meinungen. Die Ampelregierung. Ja, also das, was die SPD früher gefordert hat. Das ist ein SPD-Programm aus den 80er oder selbst noch aus den 90er Jahren wahrscheinlich. Ich meine, komplett umgedreht wurde die SPD ja noch früher. So ein Berliner Programm der SPD, da finden sich all solche Sachen. Da findet sich übrigens auch eine Abschaffung der NATO drin. Also das ist von 1990. Also ja, das fordert mehr oder weniger das BSW. Das BSW ist das gleiche wie die SPD, was die SPD vor 30 Jahren war. Die Regierung habe den Niedergang von Industrie und Infrastruktur verschuldet, das Land an internationale Konzerne verscherbelt und regiere an den Wünschen der Mehrheit vorbei, heißt es. Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa. Ja, wie bescheuert ist das denn? Jetzt ist der Ausschnitt schon, also 2 Minuten dauert das Video. Wollen wir so einen Counter machen, wie häufig sie den Ausschnitt zeigen? Ganz grundsätzlich findet sich im Parteiprogramm viel Kritik und weniger Konkretes. Die beiden zentralen Parameter der Partei sind Vernunft und Gerechtigkeit. Gehen wir das mal Schritt für Schritt durch und schauen uns an, was das im Einzelnen bedeutet. Zunächst für die Wirtschaft. Die Monopole, wie es heißt, großer internationaler Konzerne wie Amazon oder Microsoft sollen gebrochen werden. Zukunftsfonds und massive Investitionen in Bildung sollen dafür sorgen, dass Zukunftstechnologien wieder made in Germany werden. Die deutsche Industrie müsse als Rückgrat des Wohlstands erhalten bleiben. Höhere Löhne und ein verlässlicher, solidarisch organisierter Sozialstaat stehen ebenfalls ganz oben auf der Agenda. Der Klimawandel dagegen steht eher... Klingt alles vollkommen basiert. Also ist jetzt auch interessante Aufteilung. Wir hatten jetzt 2 Minuten Framing und eine halbe Minute Eingehen auf die tatsächliche BSW in dem Video hier. Wollte ich nur mal darauf hinweisen. Aber ja, das, was da drin steht, höhere Löhne, höhere Renten, besser ausgebauter Sozialstaat, Mittelstand stärken, gegen große Monopole vorgehen, also erstmal diese großen Konzerne genauso besteuern, wie jedes normale mittelständische Unternehmen auch besteuert wird. Alleine das wäre ja schon mal ein Fortschritt im Vergleich zur aktuellen Situation. Weniger im Fokus. Zwar ist vage von der Entwicklung innovativer Schlüsseltechnologien die Rede, aber viel wichtiger scheint dem BSW ein bezahlbarer Strompreis zu sein. Die Partei steht Zuwanderung kritisch gegenüber und fordert eine Begrenzung des Zuzugs, um das Land nicht zu überfordern. Politisch Verfolgte sollen weiterhin Asyl erhalten, aber Migration wird nicht als Lösung für das Problem der weltweiten Armut angesehen. Fluchtursachen sollen vor Ort bekämpft und Asylverfahren an den EU-Außengrenzen stattfinden, um die Migration stark zu reduzieren. Außenpolitisch setzt sich das BSW für eine Rückkehr zu mehr nationaler Souveränität. Auch das klingt basiert. Auch das ist doch vollkommen vernünftig. ...ein. Die Partei möchte die Kompetenzen der Europäischen Union reduzieren und stattdessen den Parlamenten der einzelnen Staaten die Entscheidungsgewalt über die Politik ihrer Länder zurückgeben. Das BSW möchte Konflikte nicht mit militärischen Mitteln lösen. Er hakt das alles sehr schnell ab, aber auch das ist ja eine sehr vernünftige Forderung. Das ist eine Forderung, die keine andere Partei in der EU, die hat beispielsweise
völlig irre Schuldenregeln, die den Nationalstaaten eine rationale Haushaltspolitik verbietet und die sie dazu zwingt, in einer Rezession beispielsweise zu sparen. Also die dafür sorgt, dass die Wirtschaften dieser Länder noch weiter schrumpfen, die hat das Wachstum. Also die Schuldenregeln, beziehungsweise der Versuch, diese Schuldenregeln einzuhalten, haben das Wachstum in Europa systematisch hinter anderen Weltregionen zurückfallen lassen. Also das haben Jan und ich in unserem Wirtschaftstalk, ich weiß nicht, welche Folge genau, schaut da mal durch, beispielsweise, wo wir auf die Reform des Fiskalpaktes eingehen oder wo wir das Wachstum in Europa und den USA vergleichen, ja auch empirisch gezeigt. Also das ist ja ziemlich eindeutig, dass diese Schuldenregeln erstmal die Souveränität der Nationalstaaten einschränken und dann zweitens nochmal einen riesigen Schaden anrichten. Also das ist ja eine sehr gute Idee, diese Schuldenregeln abzuschaffen bzw. extrem aufzuweichen und den Nationalstaaten wieder die Hoheit über ihre Finanzpolitik zu geben. Ich meine, in Griechenland, da hatte man ja temporär sogar eine technokratische Diktatur, wo man das griechische Parlament vollkommen entmachtet hat und wo internationale Institutionen oder die sich Troika nannten, dann der griechischen Politik diktierte, was sie zu tun hatte. Also das ist ja nichts, was irgendein Demokrat unterstützen kann. Und lehnt den Einsatz deutscher Soldaten im Ausland generell ab. Das Bündnis fordert eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa, die Russland einbezieht, aber den Einfluss der USA stark reduziert. Überhaupt. Stichwort Russland. Sarah Wagenknecht macht selbst kein Geheimnis aus ihrer Sympathie für Russland und findet es wichtig, dass Deutschland wieder zu... Hey. Also bisher hatten wir jetzt noch so sanftes Framing, aber das... Nein. Wagenknecht hat Russland als Mafia-Kapitalismus bezeichnet. Sie hat keine Sympathie für Russland. Sie will nur, dass wir mit Russland normale Beziehungen haben. Ja, Framing, Polemic Level 1000, wir sind da. Also das ging ziemlich schnell, diese Eskalation hier. Sie macht keinen Hehl aus ihrer Sympathie. Zu einer besseren Verständigung mit Russland zurückfindet. In seinem Manifest erinnert das Bündnis an... Ja, bessere Verständigung. Ihr habt es gerade richtig gehört. Also das klingt ja schon mal sehr anders. Sie will einfach, dass wir normale Beziehungen mit Russland haben. Sie hat keine Sympathie für die russische Regierung. Also wenn ich sage, wir sollten auch mit den USA friedliche Beziehungen haben, dann habe ich jetzt keine Sympathie für die 100 Militäreinsätze, die die USA bisher schon in ihrer Geschichte gefahren haben, sondern ich bin der Meinung, dass es halt in unserem Interesse ist, dass wir mit den USA eher in Frieden und leben sollten und mit ihnen Handel treiben sollten. Und genau das Gleiche gilt für Russland, genau das Gleiche gilt für den Iran, genau das Gleiche gilt für China. In Zeiten von Willy Brandt oder Michail Gorbatschow, die den Kalten Krieg langsam aber sicher durch Annäherung entspannt haben. Dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet hat, das steht völlig im Hintergrund. Dass Deutschland Waffen an die Ukraine liefert, das lehnt die Partei strikt ab. Das steht nicht im Hintergrund, sondern man will diesen Krieg ja beenden. Also das BSW und die AfD, das sind die einzigen Parteien, die diesen Krieg tatsächlich beenden wollen. Also alle anderen Parteien, die wollen diesen Krieg noch weiter fortsetzen. Partei des Friedens, also auch das ist hier schon wieder so ein krankes Framing. Also wenn man einen Krieg beenden will, dann steht im Hintergrund, dass da Krieg herrscht. Aber wenn man diesen Krieg weiterführen will, dann steht das nicht im Hintergrund oder was. Also das ist ja wirklich absurd. Ich könnte sagen, das Bündnis Sarah Wagenknecht wirbelt das klassische Links-Rechts-Schema ordentlich durcheinander. Es will mehr staatliche Kontrolle über die Märkte und einen stärkeren Sozialstaat. Eine ganz klar linke Position. Gleichzeitig bewegt sich Wagenknechts Partei in gesellschaftlichen Fragen wie Identität und Kultur eher rechts der Mitte. Diese aktuelle Geistesverwirrung der, ja... wokistischen Linken, so nenne ich sie jetzt mal, die ist ein modernes Phänomen. Das hat nichts mit dem klassischen Links-Rechts-Schema zu tun. Guckt euch mal an, welche Positionen die ganzen osteuropäischen linken Parteien, also nehmen wir mal die Kommunistische Partei Russlands, was die zur Gender-Ideologie haben. Die lehnen das auch ab. Die wirbeln das Schema nicht durcheinander, sondern die hatten die Position schon immer. Also schon seit sehr, sehr langer Zeit. Oder welche Positionen linke Parteien schon fast immer zur Zuwanderung hatten. Klassisch sozialdemokratische Parteien, die haben Zuwanderung seit jeher eigentlich abgelehnt, weil Zuwanderung erstmal zur Fragmentierung der Arbeiterschaft beiträgt und zum anderen zusätzliche Konkurrenten ins Land holt und gleichzeitig die Länder, aus denen die Zugewanderten abhauen, ausbluten lässt. Also Zuwanderung sorgt dafür, dass Menschen zu einer Verschiebemasse fürs Kapital degradiert werden und nicht mehr in ihrer Heimat leben können. Das Ziel sollte doch sein, dass Menschen in ihrer Heimat Arbeit finden, dass sie dort wohnen bleiben können und dort Familien gründen können und nicht ein paar tausend Kilometer quer über den Kontinent wandern müssen. Also das ist doch eine völlig klassische linke Position. Ähnlich wie die AfD beklagt das BSW, dass kritische Meinungen weniger akzeptiert würden. Der Meinungskorridor sei verändert. Meinungsfreier zu sein, ist jetzt auch schon rechts. Also war in den letzten 200 Jahren eigentlich immer eine liberale Forderung. Also Liberalen waren ja früher zur Zeit der Aufklärung auch ganz links auf dem politischen Spektrum.
dass sich da dann nochmal so eine marxistische Linke abgespalten hat, ist ja erst im 19. Jahrhundert passiert. Aber gut, gut, gut. Das ist jetzt anscheinend auch rechts für Meinungsfreiheit zu sein. Engt. Die Partei übt Kritik an der EU und fordert, Migration nach Europa zu begrenzen. Alles Positionen, die vor allem von rechten Parteien wie der AfD vertreten werden. Selbst bezeichnet sich das Bündnis Sarah Wagenknecht als linkskonservativ. Also sprich, das BSW ist links, nur halt das Links von vor 30 Jahren und nicht diese ja geisteskranke Ideologie, die heute von vielen Menschen als Politikwissenschaftler wie der Trierer Professor Markus Linden sagen, dass die Partei sich zwar als Ort der Markus Linden, das ist ein von den Grünen finanziert, also ein von, ich muss hier ist juristisch korrekt formulieren, nicht, dass ich hier eine Abmahnung kriege, das ist ein nahen Think Tank finanzierter Propagandist, der in der Vergangenheit damit beschäftigt war, sozialdemokratische Medien wie beispielsweise die Nachdenkseiten zu diffamieren. Also das ist kein Trierer Politikwissenschaftler, das ist ein grüner Propagandist. So hat man Markus Linden gefälligst vorzustellen. Vernunft präsentiert, im Kern aber populistisch agieren würde. Was bedeutet das, Andrea Woll von der Forschungsgruppe Wahlen? Also populistisch bedeutet dann ja, dass die Partei denkt, sie würde die wirkliche Meinung des Volkes vertreten, sage ich jetzt mal so verkürzt. Und da gibt es sicherlich einige Bereiche, in denen man sagen kann, dass das macht das BSW, aber ich würde trotzdem lieber von einer Protestplattform sprechen. Denn das ist das, was wir jetzt auch sehen in den Umfragen, dass sie besonders dort eben reüssiert, wo wir großes Protestpotenzial haben in der Bevölkerung. Die Gemeinsamkeiten von AfD und BSW sind nicht von der Hand zu weisen. Beide Parteien ziehen Protestwähler an. Sie lehnen die Politik der sogenannten etablierten Parteien ab, sind westlichen Bündnissen gegenüber kritisch eingestellt und wünschen sich einen stärkeren Fokus auf nationale wirtschaftliche Interessen. Trotzdem gibt es große Unterschiede. Laut ZDF-Politbarometer. Ja, die gibt es. Also, dass die AfD NATO-kritisch wäre, davon habe ich noch nichts gehört. Also, die AfD fordert den Ausschluss der Türkei aus der NATO, aber von einem NATO-Austritt Deutschlands habe ich noch nichts gelesen bei der AfD. Februar sind für die Anhängerschaft des BSW Inflation und Kostensteigerung sowie die soziale Schere zwischen Arm und Reich die drängendsten Probleme. Für die AfD-Anhänger steht das Thema Asyl, Flucht, Integration ganz oben. 68% der BSW-Anhänger findet die Demos gegen... Also ich weiß nicht, was für Umfragen er gelesen hat, aber auch bei den AfD-Wählern, da finden viele diese Kriegspolitik gegen Russland eher suboptimal. Und da sind auch viele von der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung alle als andere als begeistert. Also auch die Explosion der Preise spielt für AfD-Wähler auch eine wichtige Rolle. Also wenn man abfragt, dann ist das wichtigste Thema für AfD-Wähler ja Zuwanderung und das zweitwichtigste Thema tatsächlich Wirtschaftspolitik. Also nach den Umfragen, die ich jetzt kenne. Rechts gut. Das ist etwas weniger als die Gesamtheit der Befragten. Ein Verbot der AfD, das von gut der Hälfte aller Befragten abgelehnt wird, halten von den BSW-Anhängern 2/3 für falsch. In der Gesamtheit sehen 72% in der AfD... Ja, ganz einfach, weil das antidemokratisch ist. Also BSW-Anhänger, die sind für Demokratie. Das ist jetzt, das soll eine Nähe zur AfD belegen. Also ja, AfD-Anhänger sind für Demokratie, BSW-Anhänger sind für Demokratie. Wenn damit keine Nähe zwischen diesen zwei Parteien bewiesen ist, ja. Eine Gefahr für die Demokratie bei uns. Bei den BSW-Anhängern sind es 50%. Die BSW-Anhänger sehen die AfD also weniger kritisch als die Gesamtheit der Befragten. Und wo wir gerade schon über... Ja, die Aussage ist ja auch vollkommener Schwachsinn. Das zeigt nur, dass 50% der BSW-Anhänger sich trotzdem von dieser Panikmache der Mainstream-Medien hier einvernehmen lassen. Also natürlich ist die AfD keine Demokratie in Deutschland. Die AfD ist eine neoliberale, militaristische Partei, die Politik im Interesse des Großkapitals macht, aber sie ist keine Gefahr für die Demokratie. Also die Grünen sind viel eher eine Gefahr für die Demokratie. Oder die FDP und die CDU. Und dieser, diese ganze Altparteienkorruption halt. Also die AfD, die stellt 20% der Stimmen aktuell laut Umfragen und die Altparteien ungefähr 2/3. Also ja, die Altparteien besetzen alle wichtigen Institutionen. Die Altparteien stellen die Bundesregierung, EU-Kommissionspräsidentin, alle Ministerpräsidenten. Also da brauchen wir gar nicht über irgendwas zu reden. Also die Gefahr für die Demokratie, die liegt bei den Altparteien. Die liegt nicht bei der AfD. Sprechen. Wie müssen wir uns denn die Menschen vorstellen, die mit der neuen Wagenknecht-Partei sympathisieren? Sind das vor allem frühere linken Wähler? Oder doch, wie oft behauptet, AfD-Anhänger? Oder ganz andere? Worin unterscheiden sich potenzielle Wähler des BSW von der Gesamtheit? Tatsächlich scheinen sie eher pessimistisch auf die eigene wirtschaftliche Lage zu schauen. Im Politbarometer von Februar zeigt sich, während insgesamt 53% der Befragten ihre persönliche wirtschaftliche Lage als gut einschätzen, sagt das nur knapp jeder dritte Anhänger des BSW. Und 49%, also knapp die Hälfte der BSW-Anhänger, glaubt, dass es ihnen in einem Jahr schlechter gehen wird als heute. Das ist im Übrigen ähnlich bei den Anhängern der AfD, von denen sogar 56% glauben, dass sich die eigene Lage verschlechtern wird. Insgesamt glauben das nur 28% aller Befragten.
Aufschlussreich ist auch, dass vor allem mögliche Wählerinnen und Wähler des BSW und der AfD finden, dass sie im Leben weniger haben als das, was ihnen eigentlich zustehen würde. Bei Bündnis Sahra Wagenknecht sagen das 42% und der Anhängern der AfD 46%. Von allen Befragten beklagen das nur 26%. Also sprich, BSW-Anhänger haben noch einen realistischen Blick auf die eigenen Interessen. Also eigentlich müssten bei solchen Umfragen hier 90% sagen, ja, ich habe weniger als mir zusteht. In den letzten Jahrzehnten, da ist eine sehr kleine Elite sehr viel reicher geworden und der Großteil der Bevölkerung, der hat vom Wirtschaftswachstum nichts abbekommen. Also wer nicht sagt, ich habe weniger als mir zusteht, der gehört entweder zu dieser kleinen Elite oder der hat sich ja von den Medien ziemlich gut einlullen lassen. Also das andere Erklärungen habe ich dafür nicht. Also eigentlich müssten bei solchen Umfragen hier 90% sagen, ja, ich habe weniger als mir zusteht. Hier trifft der Ton der Parteien wohl auf offene Ohren bei Unzufriedenheit und Enttäuschten. Es gibt einen Punkt, in dem sich die potenziellen Wähler des BSW ganz besonders vom deutschen Durchschnitt unterscheiden. Die Haltung zur Unterstützung der Ukraine durch Deutschland. So hat sich eine Mehrheit von 62% für die Lieferung von mehr Waffen und Munition an die Ukraine ausgesprochen. Bei den Anhängern des BSW sind das dagegen nur 40%. Von den Anhängern der AfD wollen nur 16% mehr Waffen an die Ukraine liefern. Wo kommen diese 40% her? Also heilige Scheiße, langsam fange ich an, diesen Umfragen nicht mehr zu glauben. Also das ist doch so das Hauptthema des BSW, dass es die Waffenlieferung an die Ukraine stoppen will, um diesen Krieg endlich zu beenden. Auch wenn es um Russland selbst geht, setzen die Anhänger des BSW mehr auf Beschwichtigung. Gut 60% von ihnen glauben, dass nicht militärische Stärke, sondern politische Zugeständnisse des Westens Putin eher dazu bewegen könnten, weniger aggressiv aufzutreten. Kehren Sie um! Bemühen Sie sich mit Ihren europäischen Kollegen um Waffenstillstand und Friedensverhandlungen, damit das Sterben in der Ukraine endlich ein Ende hat und Europa nicht in einen dritten Weltkrieg hineintaumelt. Ja, und dabei erhält Sahra Wagenknecht Unterstützung von der AfD. Der Ukraine-Krieg ist bereits im dritten Jahr. Ernsthafte Bemühungen, das verhängnisvolle Blutvergießen mitten in Europa zu beenden, sind nicht in Sicht. Ein Narrativ, das Sahra Wagenknecht gerne bedient ist: Seit dem Beginn des Überfalls Russlands auf die Ukraine fordert sie ein Ende der Sanktionen. Ein Ende des, wie sie es nennt, Wirtschaftskrieges gegen Russland. Dass die wirtschaftlichen Folgen für uns in Deutschland, die gestiegenen Energiepreise, eine Folge der russischen Aggression sind, das sieht Sahra Wagenknecht nicht so. Das ist auch nicht so. Also Putin hat doch nicht die EU-Politiker mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, dass sie die Sanktionen gegen Russland erlassen. Das hat ganz allein entschieden. Und Sanktionen sind auch keine logische Folge auf einen Angriffskrieg. Also auf die zahlreichen Angriffskriege der USA oder Frankreichs oder Großbritanniens, auf die hat man ja auch nicht mit Sanktionen reagiert. Also, das ist eine Entscheidung unserer europäischen Politiker zu massiven Schaden der eigenen Bevölkerung. Und wer was anderes erzählt, wer beispielsweise sagt, diese gestiegenen Energiepreise ist eine Folge der russischen Aggression, ja, der ist ein Propagandist, der will offenbar das Narrativ dieser Regierung verbreiten und dem sind Fakten vollkommen egal. Sie macht die schlechte Politik der Ampelregierung dafür verantwortlich. Wenn die Positionen in so vielen Belangen so ähnlich sind, kann es sein, dass das BSW dann tatsächlich eine Alternative für AfD-Wähler ist? Also eine Alternative? Ja, das kann sein. Also, ja, das ist sogar so. Also, wie gesagt, bei der AfD, da bekommt ihr neoliberale Politik, da bekommt ihr auch Aufrüstung. Jetzt vielleicht ein bisschen freundlichere Politik gegenüber Russland, eine aggressivere Politik gegenüber der Türkei und wahrscheinlich auch dem Iran. Und also im Nahostkonflikt, da würde die AfD wahrscheinlich sich noch aggressiver auf die Seite Israels stellen. Also all das würdet ihr mit der AfD wahrscheinlich bekommen. Und wenn ihr all das nicht wollt, wenn ihr wollt, dass Deutschland sich aus Konflikten raushält und dass in der Außenpolitik deutsche Interessen vertreten werden, dass Deutschland sich dafür einsetzt, dass zumindest im Umfeld Europas, sei es im Nahen Osten oder in der Ukraine, die Konflikte friedlich gelöst werden, ja, dann solltet ihr BSW wählen. Zur Alternative sozusagen? Also es ist sicherlich die Chance bei der Anhängerschaft der AfD besonders groß für das BSW, hier auch Stimmen zu bekommen. Bei der Frage, ob man sich vorstellen könnte, bei der nächsten Bundestagswahl das BSW zu wählen, kann man ja auch sich die verschiedenen Parteianhängergruppen ansehen. Und unter der Anhängerschaft der AfD haben wir den größten Anteil, die sich vorstellen können, auch das BSW zu wählen. Das heißt, hier gibt es durchaus Überschneidungen. Und deshalb, ja, das BSW könnte da durchaus Erfolge erzielen in diesem Bereich, in diesem AfD-Lager. Ja, und dieses Szenario ist gar nicht. Ja, aber das muss man noch dazu sagen. Hauptgegner ist nicht die AfD. Hauptgegner sind SPD und Grüne. Vor allem die SPD. Also es gibt viele Wähler, die denken, wenn sie die AfD, dann würden sie höhere Löhne, höhere Renten, bessere Sozialpolitik bekommen
Und die glauben, dass die SPD nicht so eine aggressive Kriegstreiberpartei ist, wie beispielsweise FDP, CDU und Grüne. Und diese Wähler gilt es davon zu überzeugen, dass sie mit der SPD noch weiteren Sozialabbau, noch weitere Verarmung bekommen. Also die Leute bekommen es gerade tagtäglich demonstriert, aber das reicht ja nicht, solange die Mainstream-Medien und darunter auch die Öffentlich-Rechtlichen hier Propaganda zugunsten der Regierung machen. Dementsprechend müssen wir unsere eigene parteipolitische PR vor allem gegen SPD und Grüne richten. Also das sollte man an der Stelle wohl noch sagen. Weit entfernt, denn schon in wenigen Wochen will sich das BSW zum ersten Mal einer Wahl stellen. Zunächst im Juni bei den EU-Wahlen und im Herbst dann bei den Landtagswahlen in Sachsen. Deswegen verstehe ich es auch nicht, dass man nicht aggressiver kritisiert, dass die SPD eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro verhindert hat. Ich meine, das hat die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld bei der entscheidenden Abstimmungskommission ja verhindert. Sie hat sich auf die Seite der Arbeitgeber gestellt und gegen eine Erhöhung des Mindestlohns auf 14 Euro gestimmt. Warum popularisiert man das nicht mal? Also da könnte das BSW durchaus noch aggressiver, noch offensiver auftreten. Thüringen und Brandenburg. Im Februar 2024 hat das ZDF Politbarometer erhoben, wer das BSW bei der nächsten Bundestagswahl wählen würde. 4% der Bundesbürger sagen auf jeden Fall. 15% könnten es sich vorstellen, ihre Stimme dem Bündnis. Vertraut diesen Umfragen nicht. Also das BSW ist eine frisch gegründete Partei. Viele kennen den Namen BSW nicht mal. Also die wissen nicht mal, dass das für Bündnis Sarah Wagenknecht steht. Also ja, es ist so, viele Menschen interessieren sich einfach nicht. Die haben noch gar nicht mitbekommen, dass das BSW überhaupt gegründet wurde. Beziehungsweise, dass die Wagenknecht-Partei, vielleicht haben sie von der mitbekommen, dass die BSW heißt. Also deswegen lasst euch von solchen Umfragen nicht kirre machen. Also ihr werdet bei der Europawahl im Wahlergebnis sehen, wie gut das BSW ankommt. Also alleine deswegen ist die Europawahl schon sehr wichtig, weil man da ein gutes Stimmungsbild über die Lage im Land erhält. Die Grünen, die haben ja 2019 extrem gut abgeschnitten bei den Europawahlen und danach einen jahrelangen Höhenflug erlebt. Also das BSW sollte versuchen, es ihnen gleich zu tun. Sarah Wagenknecht zu geben. Dabei gibt es große Unterschiede zwischen Ost und West. Im Westen haben 3% der Befragten die feste Absicht, das BSW zu wählen. Im Osten sind es schon 7%. 13% der Befragten im Westen halten es für wahrscheinlich. Die Ostdeutschen sind irgendwie politisch aufgeklärter. Also keine Ahnung, was in der DDR anders gelaufen ist als in der Bundesrepublik, aber irgendwie scheinen die Ostdeutschen durch diese Erfahrung in der DDR, keine Ahnung, woran es liegt, ich habe diesen Staat nie miterlebt, oder durch die Enttäuschung nach der Wende, kann ja auch daran liegen, ich weiß es nicht, politisch aufgeklärter zu sein als die Westdeutschen. Also die Ostdeutschen, die scheinen wesentlich regierungskritischer zu sein, die scheinen wesentlich mehr zu hinterfragen, was die Mächtigen machen. Also die Ostdeutschen sind wesentlich bessere Demokraten als die Westdeutschen. Das kann man, glaube ich, so neutral konstatieren. Dass sie ihre Stimme dem BSW geben. Im Osten sind es 28%. Kommt das überraschend, Andrea Wolf? Das hat mich eigentlich nicht so sehr überrascht. Also wir haben in den letzten Umfragen des BSW meistens bei so um die 5% gehabt. Und das ist jetzt eine Größenordnung, von der bin ich eigentlich auch ausgegangen, weil das Potenzial auch ein Stück weit vorhanden ist. Ja, in den ostdeutschen Bundesländern waren Umfragen tatsächlich zwischen 15% und 20%. Also in Thüringen, glaube ich, 17%, das letzte, was ich gesehen hatte. Also das BSW, steht da in Umfragen, beziehungsweise zwischen 10% und 20%, je nach Bundesland, das steht da in Umfragen schon sehr stark da. Also in ostdeutschen Bundesländern hat das BSW durchaus die Chance, zumindest drittstärkste Kraft zu werden. Also das ist das, was man auf jeden Fall anstreben sollte, dann bei den Landtagswahlen im Osten. Denn das BSW profitiert ja auch sehr stark von den Unzufriedenen. Und da wir im Moment ja eine sehr große Unzufriedenheit haben mit der Bundesregierung, gibt es da sehr viel Potenzial, sage ich jetzt mal. Ja, und jetzt schauen wir noch kurz auf das Personaltableau. Wer ist denn noch dabei bei dem Bündnis von Sarah Wagenknecht? Neben der Co-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali hat die Partei einige mehr oder weniger prominente Köpfe versammeln können. Fabione Masi ist Spitzenkandidat für die Europawahl. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linken hat sich zuletzt als entschiedener Gegner von Bundeskanzler Olaf Scholz einen Namen gemacht. In der Cum-Ex-Affäre ließ er nicht locker. Er stattete im vergangenen August sogar Strafanzeige gegen Scholz. Zwar wollte der Masi eigentlich nie wieder für ein politisches Amt kandidieren. Aber Grund für seinen Sinneswandel sei die desaströse Politik der Ampelregierung, sagt er. Der Millionär und Investor Ralf Suikert hatte noch nie ein politisches Amt inne, kritisiert aber schon seit... Ja, Fabio De Masi konnte ja auch nirgendwo hingehen. Er war von der Linken enttäuscht. Und wo sollte er hingehen, wenn er die Bundesregierung ablehnt? Also kann ich zu den Grünen, nicht zur SPD, zur FDP schon mal gar nicht. Also wo soll er hingehen? Als jemand, der eine linke Wirtschaftspolitik will, der sich extrem gut mit Wirtschaftspolitik auskennt. Wo soll er denn hingehen? Jetzt gibt es halt eine neue linke Partei, die sich für all das einsetzt, was De Masi bei den Linken jahrelang gefordert hat und womit er sich, ist ja dann ziemlich verärgert ausgetreten, womit er sich da nicht durchsetzen konnte. Der Rollo hat gerade einen Hashtag geprägt, De Masi statt Dekadent.
längerer Zeit das Steuerdumping großer Konzerne und die geringere Besteuerung Superreicher wie ihm selbst. Vom Bündnis Sarah Wagenknecht erhofft er sich eine Wiederbelebung der sozialen Marktwirtschaft, wie sie die Bundesrepublik in den Anfängen prägte, sagt er. Der größte Personalcoup der feindlichen Übernahme aller Wagenknechts war aber wohl sie. Katja Wolf, Oberbürgermeisterin der Stadt Eisenach. Als sie die Linke verließ, bot Ministerpräsident Ramelow ihr gar einen Kabinettsposten in Thüringen an, um sie zum Bleiben zu bewegen. Aber... Ja, Altparteienkorruption hautnah. Hier konnte Katja Wolf gleich beweisen, dass sie nicht korrupt ist. Wolf lehnte ab und will mit dem BSW den Menschen das Vertrauen in die Politik zurückgeben und sich um die Probleme der einfachen Leute kümmern, sagt sie. Und wo wir gerade schon im Osten Deutschlands sind, trotz aller Gemeinsamkeiten. Wagenknecht will sich zwar um die Wähler der AfD bemühen, hat aber eine Zusammenarbeit mit der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistischen AfD von Björn Höcke in Thüringen nach der Wahl im Herbst explizit ausgeschlossen. Bisher ist im Programm viel Kritik an den bestehenden... Naja, was heißt Zusammenarbeit? Also, dass man Anträgen der AfD zustimmt. Wartet, da habe ich einen ganz interessanten... Ein ganz interessantes Video zu, das ist durchaus sehr, ich lasse Mr. Wissen2Go mal im Hintergrund laufen. Verhältnissen zu lesen, aber nur wenige konkrete Vorschläge, wie eine bessere Zukunft aussehen könnte. Es geht also in erster Linie ums Dagegensein. Wie vielen Wählern das reicht, wird sich zeigen. Die Frage ist, wie seht ihr das denn? Seid ihr überrascht über diesen rasanten Aufstieg der neuen Partei? Schreibt dazu gerne etwas. Ja, ich bin absolut nicht überrascht. Bündnis Sarah Wagenknecht führt eine sehr wichtige Lücke. Okay, jetzt lädt das Medium nicht, das ist wunderbar. Ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber auf jeden Fall, ich kann es ja mal kurz beschreiben. Okay, jetzt lädt das Video leider nicht, was ich euch hier zeigen wollte. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sagt Amira Mohamed Ali in diesem Ausschnitt, den ich hier verlinkt habe. Toll, mal wieder der Öffentlich-Rechtliche hier auf Twitter, der muss nicht funktioniert. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sagt Mohamed Ali in diesem Video hier, ja, Anträgen der AfD zuzustimmen, das ist ein völlig normaler parlamentarischer Vorgang. Jedwede Aufregung, völlig überflüssig, einigermaßen absurd. Das ist ihre konkrete Wortwahl. Also, ja, das BSW sieht die Zusammenarbeit mit, also Zusammenarbeit sage ich schon, das gemeinsame Stimmen bei Anträgen, auch mit der AfD in Thüringen, als völlig, als ganz normales parlamentarisches Vorgehen. Also das ist die Position des BSW. Diese Position hatte Amira Mohamed Ali übrigens schon, bevor sie ausgetreten ist. Also die hatte sie schon, als sie noch in der Linken war. Also da ist sie noch nicht aus der Partei ausgetreten. Da hat sie das schon gesagt. Und dementsprechend finde ich das auch, ja, das ist gut, dass das BSW diese Position jetzt übernommen hat. Das kann man, glaube ich, sagen. Wie gesagt, schade, dass ich euch jetzt das Video nicht zeigen kann. Aber ja, das sagt sie auf jeden Fall. Schaut auf meinem Twitter-Account vorbei. Vielleicht lädt sie ja bei euch. Aber das ist, ja, das ist ziemlich eindeutig, was sie da gesagt hat.